Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 276, lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben und dass du zu uns sprichst und dass du auch heute uns vorangehen möchtest, voranziehen möchtest in all die Konflikte, die Schwierigkeiten. Die Probleme, die vielleicht heute auf uns warten werden, Herr, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir uns auf dein Wort verlassen, auf deine prophetische Weisung achten, dass wir mit dir zusammen hinausziehen können in alles, was der Alltag uns heute abverlangen wird. Wir möchten dich bitten, dass du uns heute stärkst durch dein Wort und dass wir dich besser dadurch kennenlernen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Richter Kapitel 4. Es geht um die Geschichte von Deborah und Barak. Die Armee des kanaanitischen Königs Jabin ist vernichtet worden und der Herrführer, der General Sisera, ist geflohen. Es heißt in Vers 18: Jael aber trat heraus, dem Sisera entgegen und sprach zu ihm: Kehre ein, mein Herr, kehre ein zu mir und fürchte dich nicht. Und er kehrte bei ihr ein ins Zelt und sie deckte ihn mit einer Decke zu. Er aber sprach zu ihr: Gib mir doch ein wenig Wasser zu trinken. Denn ich bin durstig, da öffnete sie den Milchschlauch und gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sprach zu ihr, stelle dich an den Eingang des Zeltes. Und wenn jemand kommt und dich fragt und spricht, ist jemand hier, so sage nein. Da nahm Jael, die Frau Hebers, einen Zeltpflock und einen Hammer zur Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihm den Pflock durch die Schläfe, so dass er in die Erde drang, er aber war von Müdigkeit fest eingeschlafen. Und er starb. So erfüllte sich die Vorhersage, die Prophezeiung der Deborah, dass der Ruhm des Sieges eben nicht dem Richter Barak oder dem Anführer Barak, sondern einer Frau zuteil werden würden, die den größten Feind der Israeliten hier tötet. Und siehe, da kam Barak, der den Sisera verfolgte. Jail aber trat heraus ihm entgegen und sprach zu ihm, komm her, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und als er zu ihr hineinkam, lag Sisera tot da und der Pflock steckte in seiner Schläfe. So demütigte Gott zu jener Zeit Jabin, den König von Kanan, vor den Kindern Israels. Und die Hand der Kinder Israels lastete je länger, je schwerer auf Jabin, dem König von Kanan, bis sie Jabin, den König von Kanan, völlig vernichtet hatten. Halten wir fest, dass hier auch der Sieg nicht eine Sache eines Tages gewesen war, sondern auch weitere Anstrengungen notwendig waren. Und es auch ein Prozess war. Da sangen Deborah und Barak, der Sohn des Abinoam, in jener Zeit dieses Lied, das Führer anführten in Israel. Dass sich das Heer willig zeigte, dafür preist den Herrn. Wofür loben wir Gott? Es gibt verschiedene Dinge, für wofür wir ihn loben können und loben sollten. Aber loben wir ihn auch dafür, dass es Führungsstärke im Volk Gottes gibt. Dass es Anführer gibt, Leute, die Verantwortung übernehmen und für Gottes Sache einstehen in Krisen, in schwierigen Situationen, die sich äh, wagen, an die Front zu stellen für Gottes Sache. Preisen wir Gott für starke Männer und Frauen, die sich im Werk Gottes einsetzen und Verantwortung übernehmen. Hört zu, ihr Könige, horcht auf, ihr Fürsten, ich will, ja, ich will dem Herrn singen, ich will spielen, dem Herrn, dem Gott Israels. O Herr, als du von See auszogst, als du einhergingst vom Gebiet Edoms, da erzitterte die Erde und der Himmel troff, ja die Wolken troffen vom Wasser, die Berge zerflossen vor dem Herrn, der Sinai dort zerfloss vor dem Herrn, dem Gott Israels. Was für ein Bild der Macht und Kraft unseres Gottes! Zu den Zeiten Shamgas des Sohnes Anats. Zu den Zeiten Jahels waren die Wege verödet und die Wanderer gingen auf Schleichwegen. So gefährlich war es, dass niemand sich traute, offizielle Straßen zu benutzen. So sehr hatten die Feinde Israels das Gebiet unter Kontrolle. Es fehlten Führer in Israel. Sie fehlten, bis sich Deborah aufstand, bis sich aufstand eine Mutter in Israel. Gibt es auch heute Situationen in unseren Familien, in unseren gemeinden wo wir merken es fehlt an personen die verantwortung übernehmen die eine vision haben die vorangehen die andere ermutigen und stärken im werk gottes und dem, dem täglichen K glaubenskampf den wir haben sei so eine person ganz egal ob du ein amt hast oder nicht sei so eine person die aufsteht und dem volk gottes helfen möchte es erwählte sich neue götter da war Krieg in ihren Toren, wurden wohl Schild und Speer gesehen und 40.000 Israel eine große, große Not, eine große Katastrophe. Mein Herz gehört den Anführern Israels. Den Freiwilligen unter dem Volk, lobt den Herrn. Das war ein interessanter Vers. Kannst auch du sagen von ganzem Herzen, mein Herz gehört denen, die im Werk Gottes Verantwortung tragen. Die ihr auf weißen Eseln reitet, die ihr auf Decken sitzt und die ihr auf dem Weg geht, denkt nach fern vom Lärm der Bogenschützen, zwischen den Schöpferinnen. Dort soll man preisen die gerechten Taten des Herrn, die gerechten Taten seines Führers in Israel. Und dann wird das Volk des Herrn zu den Toren hinabziehen. Wach auf, wach auf, Deborah, wach auf, wach auf und sing ein Lied. Mach dich auf, Barak, und führe deine Gefangenen ab, du Sohn Abinoams. Da stieg der Überrest der Edlen des Volkes hinunter. Der Herr selbst fuhr herab zu mir unter den Helden. Von Ephraim zogen herab, deren Wurzel gegen Amalek ist. Hinter dir her, Benjamin, inmitten deiner Volksstämme. Von Machir kamen Befehlshaber und von Sebulon, die den Zählstab handhabten. Jetzt wird berichtet, welche Stämme sich beteiligten und ihre Kontingente zu dieser Schlacht sandten. Auch die Fürsten von Isaschar hielten es mit Deborah und Isaschar wurde wie Barak. Ins Tal Folgt ihm auf den Fuß. An den Bächen Rubens gab es schwere Herzensentschlüsse. Lasst uns gemeinsam beten lieber vater im himmel wir möchten dir von herzen dank sagen für jeden einzelnen der sich einbringt in dein werk herr manchmal kritisieren wir so viel weil wir vielleicht dinge sehen die besser laufen könnten aber herr schenke uns doch eine echte dankbarkeit für die führer in deinem volk die sich von ganzem herzen für dein evangelium und für die wahrheit und den erfolg deiner sache einsetzen und wenn wir sehen dass es daran mangelt wenn wir sehen dass es zu wenige gibt die Verantwortung übernehmen und anführen in der großen Mission, die du uns geschenkt hast, dann lass uns selbst diese Menschen sein, die aufstehen und andere ermutigen, zusammenzuhalten, bis der Sieg errungen ist. Herr, das bitten wir im Namen Jesu. Amen.